Daniel Drake Weichel trifft am Freitag bei Bellator 270 auf den Portugiesen Pedro Carvalho. Außerdem geht's für Christian Jungwirth und Rafael Chavez zu Octagon Prime 4. Und dann wollen wir heute beim Gameplan noch reden über Brave Combat Federation 55, Get in the Ring, Integra 15 und die U22 und U18 der deutschen Meisterschaften im Boxen. Mein Name ist Philipp Flath. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Daniel Weichel ist für viele der Pionier des deutschen MMA. Über 50 Kämpfe hat er auf dem Buckel. Wow! Seit 7 Jahren vertritt er unsere Farben und das MMA-Spirit bei Bellator. Und am Freitag bei Bellator 270 gibt er seinen 15. Kampf für die Promotion von Scott Coker. Daniel Weichel konnte sich zuletzt durch eine Split Decision gegen Keone Dix durchsetzen. Jetzt trifft die Nummer 6 auf die Nummer 7, Pedro Carvalho, der zuletzt aus 2 Niederlagen in Folge kommt. Für beide geht es natürlich in diesem Duell darum, in die Top 5 einzuziehen und wieder im Titelrennen mitzumischen. Wir haben euch gefragt auf Instagram, ob ihr glaubt, dass Daniel Weichel seinen 2. Sieg in Folge einfahren kann. Und wir sehen, ja, 68% sehen den Frankfurter vorne. Der Rest der Fightcard, der hat es aber auch in sich. Im Co-Main-Event trifft die Trash-Talk-Maschine James Gallagher auf Patchy Mix. Und im Main-Event, im Hauptkampf, geht es um den Gürtel zwischen Patricky Pitbull und Peter Queeley. Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Also einschalten am Freitag ab 19 Uhr bei Bellator 270 auf dem YouTube-Kanal von Fighting.de oder bei fight24.tv im Einzelabruf. Am Samstag geht's gleich für 2 Kämpfer aus Deutschland zu Octagon MMA. Zum einen Christian Jungwirth, der bereits seinen 5. Kampf für die Promotion macht, und zum anderen der Berliner Rafael Chavi. Christian Jungwirth, der musste zuletzt leider 3 Niederlagen in Folge hinnehmen, bekommt es jetzt mit Dennis Farkas zu tun und will sich mit einer knackigen Leistung natürlich für das Vertrauen der Promotion bedanken. Dennis Farkas hat eine Bilanz von 3:3, ist also deutlich unerfahrener, kommt aus einer Niederlage und gibt sein Promotion-Debüt. Sollte also machbar sein für Christian Jungwirth. Wir haben euch auf Instagram gefragt, wie geht's aus? Und ihr seid zuversichtlich, 78% von euch sehen den Mann aus dem Kongs Gym vorne. Der Berliner Rafael Xavier bekommt es mit José Daniel Jacare Toledo Canelas zu tun. Wow, that's a lot of words. Xavier konnte zuletzt 2 Siege verzeichnen. Sein Gegenüber gibt sein Promotion-Debüt, war aber schon bei ACA unterwegs, also den sollte der Berliner nicht unterschätzen. Zu sehen gibt es Octagon MMA am Samstag for free bei Fighting.de und Fight24. 18 Uhr geht's los. Also Leute, es gibt keine Ausreden mehr. Reinziehen. Endlich gibt's mal wieder ein Get in the Ring Event. Am Samstag ziehen 22 Kämpfer in der Edel Optics Arena in Hamburg in die Schlacht. Die Niederländerin Ella Grapperhaus verteidigt ihren Intercontinental-Titel, den sie 2019 gegen Miriam Uslu gewann, gegen die Spanierin Atenea Contreras. Bei den Männern gibt's auch einen Hingucker, und zwar kämpft Bryce Kombu gegen den Lokalmatadoren und Europa-Champion Florian Kröger. Get in the Ring startet am Samstag ab 19 Uhr auf Fight24. Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Das wird richtig reinhauen, und richtig reinhauen wird auch das neue Album von Juno 17. Wann und wo das erscheint, das erfahrt ihr von den Jungs höchstpersönlich. Hey Leute, wir sind Juno 17 und unsere neue Scheibe Wahrheit erscheint am 5. November. Über den Link hier unten könnt ihr die direkt bei uns im Shop vorbestellen. Zieht euch das Ding rein, lasst uns wissen, wie ihr es findet. 5.11. Save the date, sagt's gern weiter. Viel Spaß. Jetzt haben wir natürlich heute schon viel über internationales MMA gesprochen, aber auch hierzulande können wir euch dieses Wochenende hochklassigen Kampfsport MMA bieten. Und zwar bei Integra FC 15. Da steht einiges auf dem Programm. Zum einen ein Amateur-Grand Prix, dann Kämpfe unter dem Regelwerk von Striking MMA und ein Titelkampf. Also was will man mehr? Boah. Leo Zulic und Avos Ziad Mansour kämpfen um den Gürtel bis 70 Kilo im Striking MMA, bis es dann im Main Event heiß hergeht zwischen Donald Kozic und Sergej Fedyainov. Am Samstag geht's los, live aus Wittlich, Integra FC 15, ab 18 Uhr auf Fight24.
Brave goes to Russia. Leider ohne deutsche Beteiligung, dafür aber mit einem Main Event und einer Fightcard, die sich sehen lassen kann. Im Hauptkampf des Abends geht es um den Einzug ins Finale des großen Brave Flyweight Tournaments. Die Kontrahenten hier sind José Shorty Torres und Ali Bagantinov. Wer zieht einen ins Finale? Das finden wir heraus bei Brave Combat Federation am Samstag ab 14 Uhr auf fighting.de und fight24.tv. In dieser Woche werden gleich in zwei Altersklassen die deutschen Meisterschaften im Boxen ausgefochten. Der DBV veranstaltet in Köln die U18 und in Weißenburg die U22. Beides seht ihr natürlich auf dem Heimatsender für olympisches Boxen auf fight24.tv. Die U18 startet am Freitag mit den Halbfinals und dem ersten Finale um 15 und um 19 Uhr. Am Samstag geht es dann weiter mit der zweiten Finalveranstaltung ab 15 Uhr. Bei der U22 sieht es ein bisschen anders aus. Da seht ihr am Freitag das Halbfinale und das erste Finale, 13 und 18 Uhr hier die Startzeiten, und am Samstag geht es mit dem zweiten Finaltag weiter um 15 Uhr. Das also jede Menge Boxsport auf fight24.tv. Wir hatten jetzt für alle was dabei, Kickboxen, Boxen, MMA. Also ihr seht, der Tisch ist gedeckt, ihr müsst euch nur noch ransetzen und genießen. Mein Name ist Philipp Flath, ich bedanke mich, dass ihr dabei gewesen seid heute beim Gameplan und hoffe euch natürlich auch nächste Woche um 20 Uhr am Donnerstag wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, genießt die Kämpfe sportfrei.